Wenn du auf der Suche nach einer Erklärung der Birkmann-Methode oder des Birkmann-Tests bist, dann bist du hier in diesem Video richtig. Ich werde dir als lizenzierter und zertifizierter Birkmann-Potenzialberater genau aufzeigen, woher diese Birkmann-Testmethode kommt und welchen Nutzen du persönlich oder für dein Unternehmen oder deine Organisation herausziehen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe selbst viele kostenfreie und kostenpflichtige Persönlichkeitstests gemacht. Es gibt ganz unterschiedliche Arten, Bücher, die du kaufen kannst oder Testverfahren, wo du einen Bogen bekommst, einen Berater auswertet oder auch heute immer mehr Online-Testverfahren. Und der beste weltweite Test, den es meines Erachtens gibt, ist der Birkmann-Test, der nach der Birkmann-Methode funktioniert. Und genau darum geht es in diesem Video, um die Gesamtfunktion, die Herkunft, aber auch die Abgrenzungs- und Alleinstellungsmerkmale zu anderen Testverfahren kennenzulernen. Schauen wir uns erstmal die Herkunft des Namens für diesen Birkmann-Persönlichkeitstest an. Birkmann wurde 1919 in den USA geboren und war im Zweiten Weltkrieg einer der ersten B-17-Bomberpiloten. Und der Pilot Roger Birkmann hat sich die Frage gestellt, weshalb sich sein Team in der Luft, wenn der Motor brannte, anders verhalten hat als in Ruhe auf dem Rollfeld. Später, als Doktor in der Organisationspsychologie, hat er genau diese Fragestellung untersucht und wollte herausfinden, weshalb sich Persönlichkeitstypen ändern, wenn sie in Stress kommen. Er hat also als einer der ersten Psychologen auch das Thema Stress untersucht und wollte dann im Auftrag der amerikanischen Luftwaffe herausfinden, wer tatsächlich als Pilot gut geeignet ist und wer eher nicht so gut geeignet ist und wie sich die Menschen tatsächlich im Stressverhalten verhalten werden. So ist also aus dieser psychologischen Untersuchung ein Auswahltest für die Piloten der amerikanischen Luftwaffe geworden. Auch die NASA hat später danach die Astronautenteams zusammengestellt. Und nur kurze Zeit später, in den 50er, 60er Jahren, wurde der Test auch zur Besetzung der richtigen Führungskräfte in Vorständen und Aufsichtsratsetagen herangezogen. Heute ist der Birkmann-Test in allen großen Weltsprachen erhältlich. Ob das Englisch, Deutsch, Spanisch, Russisch oder auch Chinesisch ist, jeder kann diesen Test in seiner Sprache machen. Und das Gute ist, dass dieser Test nicht nur für die Wirtschaft weiterentwickelt worden ist, sondern auch für NGOs und NPOs. Was ist nun das Besondere an diesem Testverfahren? Zunächst zeigt es neben dem Stressverhalten ganz besonders auch die Interessen, also die intrinsische Motivation an. Nicht alle Menschen haben Interesse an den gleichen Gebieten und es ist fatal, den Fisch auf den Baum zu setzen, den Affe ins Wasser. Und genauso fatal ist es, jemand, der keine Lust hat, andere zu überzeugen oder soziale Dienste zu leisten, in den Verkauf oder Vertriebsabteilung zu schicken. Genauso fatal ist es aber jemand, der genau Interesse hat, am Überzeugen, am Reden, am Kommunizieren, den in die Finanzbuchhaltung zu stecken. Und genau das zeigt der Birkmann in der ersten wichtigen Komponente auf. Der zweite große Bereich, den der Birkmann-Test abbildet, sind die persönlichen Stärken. Niemand ist genauso gleich aufgestellt in Bezug auf seine Sozialisation, auf seine Persönlichkeitsentwicklung, auf seine Kultur, aber auch seine berufliche und Fähigkeitsfortbildung. Das bedeutet, Birkmann macht die 11 relevanten Stärken in der Kombination sichtbar, wie der Mensch sie momentan, also als Momentaufnahme, in sich trägt. Und der dritte große Baustein im Birkmann-Test, das sind die Bedürfnisse. Also insgesamt 11 Bedürfnisse kennt Dr. Birkmann in seinem Test, den ein Mensch braucht, um nicht in Stress zu kommen, sondern in einem ressourcereichen Zustand zu bleiben. Das bedeutet also, das Team um Roger Birkmann hat herausgefunden, dass diese Stärken, die jeder Mensch von uns hat, nur dann einsetzbar sind, wenn die entsprechenden Bedürfnistanks auch gefüllt sind. Was bedeutet das also? Nur dann, wenn dieser Bedürfnistank, der hier mit rot markiert ist, voll ist. Das heißt, der Mensch lebt in einem Umfeld und wird von anderen Menschen, von den Kollegen, von Beziehungspartnern, von den Vorgesetzten, vom Umfeld auch so behandelt, wie er es braucht. Nur dann ist dieser Mensch in einem derart guten, ressourcereichen Zustand, dass er die vollen Stärken, die er hat, auch einsetzen kann. Und das war auch der Auftrag von Dr. Birkmann, herauszufinden, wie die Menschen tatsächlich in der Luft, wenn das Flugzeug angeschossen, der Motor am Brennen ist, sich verhalten werden. Also wie sieht das Stressverhalten aus?
Und hier hat das Team um Roger Bürkmann genau herausgefunden, wie wir Menschen reagieren, wenn eins von diesen 11 Bedürfnissen nicht erfüllt ist. Denn dann geht es in den sogenannten Keller. Und dort im Keller lauert ein spezifisches, beschreibbares, vorhersehbares und sagbares Stressverhalten. Und für dieses Stressverhalten hat Dr. Bürkmann ein individuelles, also ein ganz persönlich auf dem Test basierendes Anti-Stress-Handbuch entwickelt. Also wenn jemand seinen Test macht, den Link zugeschickt bekommen hat und dann in einer halben Stunde bis 40 Minuten zu Hause den Test ausgefüllt hat, kriegt er nicht nur eine Auswertung zu seiner Persönlichkeit, sondern auch eine Anleitung, wie er Stress abbaut oder sogar vermeidet. Sprich also alle 11 Bedürfnistanks auf einen maximalen Füllstatus anheben kann. Weiterhin hilft Bürkmann aufgrund dieser Analyse auch herauszufinden, wo die meisten Menschen in den letzten 70 Jahren mit einem solchen Profil, einem solchen Testergebnis untergekommen sind. Welche Stärken sind spezifisch vorhanden? Welche intrinsischen Motivationen? Und ermittelt und erarbeitet daraus den beruflichen Fokus. Also ein Tipp, wo dieser Mensch am ehesten, am wahrscheinlichsten beruflich dauerhaft erfolgreich sein wird. Aber der Test liefert noch weitaus mehr. Es gibt einen Anleitungsbogen, den du dein Umfeld, dein Geschäfts- oder Lebenspartner geben kannst, wo genau drin steht, wie er am besten mit dir umgehen sollte. Du kannst auch Zweier-Tests machen, also Matching. Du und dein Kollege, du und dein Geschäftspartner, du und dein Lebenspartner und kannst aufgezeigt bekommen, wo potenzielle Konfliktpunkte sind und wie ihr damit besser umgeht. Aber es gibt auch genaue Analysen in Bezug auf Coaching hinsichtlich Führung oder Motivation oder Verkaufen. Und es gibt vor allen Dingen auch für diejenigen, die in Teams zusammenarbeiten, also Gesellschafter-Ebene beispielsweise oder Startups, die sich zusammentun oder wo einfach Führungsteams zusammenkommen, auch die Gruppenauswertung. Das bedeutet also, alle Einzeltests, sofern alle Mitglieder diesen gemacht haben, werden gematcht, egal ob 3, 5 oder 20 Personen. Und dann wird sichtbar gemacht, wo dieses Team viele Stärken hat und wo das Team wenig Stärken hat. Man kann auch erkennen, welche Führungskraft am besten geeignet ist, auch das Team zu führen. Aber der Test liefert noch viele weitere relevante Details. Sogenannte Metaprogramme. Also nicht nur, wie wir führen, sondern auch unsere soziale Anpassung oder wie wir beispielsweise motiviert sind, eher durch die Arbeit oder durch Weiterbildung und welche Problemstellungen wir am liebsten haben, lineare oder das globale. All das kann ein geschulter Berater aus so einem Persönlichkeitstest herausziehen und so entweder selbst anderen Menschen dabei helfen, den richtigen Platz zu finden, seinen eigenen richtigen Platz zu finden oder auch richtig wirksame Teams zusammenstellen zu können. Wenn du hierzu mehr Informationen haben möchtest, also selbst deinen eigenen persönlichen richtigen Platz in der Wirtschaft oder in Organisationen zu finden oder wenn du beruflich dafür verantwortlich bist, Teams optimal zusammenzustellen, auszuwählen oder du bist Gründer und möchtest dein Gründungsteam zusammenstellen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind nicht nur spezialisiert auf Zahlen und Businesspläne oder Marketingkonzepte, sondern wir achten auch darauf, dass wir in unserer konzeptionellen Beratung auch den Fokus auf die Zusammenstellung der Teams stellen und dass du als Unternehmer, als Gründer in der Lage bist, dein Team auch richtig auszuwählen und die richtigen Menschen an die richtigen Plätze zu setzen und das Team dann auch individuell, also persönlichkeits- und typenorientiert zu führen. Klicke also jetzt nicht nur auf das Like des Videos, sondern abonniere auch den Kanal und unter dem Video findest du einen Link für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir zeigen dir gerne auf, was für dich so ein Test kostet, egal ob du einen Einzeltest machst, einen Gruppentest, einen Paartest und wir bieten auch an, dich einzuarbeiten, wenn du in einer Firma dafür verantwortlich bist, viele solcher Tests zur Zusammenstellung deines Teams zu machen. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dann wirst du auch weiterhin über unsere guten Videos informiert. Und ich wünsche dir nun viel Erfolg mit deinem Persönlichkeitstest nach der Bürkmann-Methode. Dein Daniel Schäfer.